Beispiel war geil, weil Essen war ausverkauft. Das war besonders, weil wir haben vorher, glaube ich, erst einmal ein Essen gespielt mit Masseneffekt. Was für uns richtig geil war, war Stuttgart, München, Hannover. Hannover war richtig fett. Ja. Aber es waren auch Städte dabei, wo nicht so viel los war, was halt nicht so der Killer war. Das war zum Beispiel Markneukirchen. Das ist halt irgendwo und nirgendwo. Da waren vielleicht, weiß ich nicht, wenig Leute auf jeden Fall, aber war eine schöne Location, war alles gut. Und ja, das ist so ein bisschen durchwachsen. Also wir haben uns jeden Tag eigentlich überraschen lassen. Grundsätzlich müssen wir mal so sagen, es ist unsere allererste große Tour gewesen, wo wir Headliner waren, wo die Leute wegen uns kommen mussten. Und dass da überhaupt Leute kommen und so viele dann, ist halt für uns schon wirklich so wow. War schon echt geil. Also wir sind es nicht so gewohnt, dass sich Leute... Also es geht halt gerade erst los für uns. Das wissen wir deswegen sehr, sehr zu schätzen, weil wir haben viele Jahre vor sehr wenigen Leuten gespielt. Und dass da Städte dabei sind, wo auch mal nur 35 oder 50 Leute sind, was eh schon absolut okay ist. So. Ja, macht mal. Das passiert und wir können uns nicht beklagen, überhaupt nicht. Gar nicht. Ja, das war aber auch erstens ein Dienstag so. Und dann haben wir halt noch in Essen, Düsseldorf und so weiter gespielt und deswegen konnten wir da auch nicht unzufrieden sein, so, sondern wir waren da trotzdem so, wow, hey, ist trotzdem geil. So, und ja. An einem Dienstag, dass überhaupt jemand kommt, schon geil. Aber alles in allem sind wir sehr, sehr zufrieden nach Hause gefahren, sehr glücklich und müde. Oh, warum hast du dich hier? Wollt ihr das machen? Ich war nämlich dann noch nicht dabei. du warst da nicht dabei. Ja, wir haben fast 2 Jahre an der Platte gearbeitet. Und irgendwann war so ein bisschen der Name Holy klar, weil er ist von vielen Seiten her total schön. Erstens, es klingt schön. Es ist ein vielschichtiges Wort. Man kann es durch viele Dinge interpretieren. Wir haben sehr viel Rückschläge gehabt, wir haben sehr viel arbeiten müssen, bis wir so weit gekommen sind. Wir haben unser komplettes Geld investiert, unsere komplette Zeit investiert, unsere Mühe investiert. Das ist viel auf der Strecke geblieben, wo wir gesagt haben, wow, wir konzentrieren uns wirklich darauf, dass diese Platte rauskommt. Und dadurch wurde sie so ein bisschen zum Holy Grail. So. Und genau, Anfang 2015 war es dann wirklich so für uns, so, dass wir gesagt haben, hey Jungs, wir saßen da, wir hatten vorher Kontakt mit dem Label, es ist alles in die Hosen gegangen. Wir haben Probleme gehabt mit unserem, oder wir wollten uns von unserem Management trennen dann irgendwann. Wir haben gemerkt, hey, jetzt kommt eine Veränderung und egal was passiert, wir bleiben zusammen, wir bringen dieses Album raus. Und dadurch war es einfach so wichtig, dass es uns irgendwo heilig war. Also, deswegen passt Holy, finde ich, aus mehreren Sichtweisen sehr gut. Und es wirft so ein bisschen die Frage auf, was ist denn heutzutage heilig, was ist dir denn heilig, was ist dem Hörer heilig? Also, gar nicht aus einer religiösen Sicht, sondern eher so, für was lebt man, für welche Werte steht man und so weiter. Singt, sollten das doch die Leute singen, die zu unseren Konzerten kommen. Und wir haben bei dem Album immer darauf geachtet, dass es sehr live klingt, deswegen haben wir auch in einem Raum eingespielt. Und dann hat es irgendwie Sinn gemacht, dass wenn ein Chor da stattfindet, dass es halt auch die Leute singen, die vor der Bühne stehen. Und da kamen Leute, die wir teilweise persönlich kannten, teilweise nicht. Aber alle hatten halt das gemeinsam, dass sie schon mal auf Konzerten von uns waren und es so kannten. Und dann haben sie irgendwann das sich selbst auf der Platte gehört. Das ist, finde ich, ist sehr ehrliches und schönes. Das hat den Leuten, glaube ich, auch Spaß gemacht. So. Wir waren wahrscheinlich die am nervösesten in dem Moment.
Ja, es war halt war eine abgefahrene Situation. Da war schon ein bisschen. Was ist ein bisschen so ein Chorleiter? Ja, es war so ein bisschen Elektrizität auf jeden Fall im Raum und es hat so ein bisschen geknistert. Aber es war echt schön. Und war toll, dass die Leute mitgemacht haben. Hat sich seit Holy Fever, das ist für euch so privat, auch verändert oder ist eigentlich alles gleich geblieben? Werden mittlerweile überall erkannt, wie dir vielleicht schon aufgefallen ist. Im Bäcker? Im Bäcker vor allem. Nee, das hat sich einfach. Also gar nichts. Für uns vier als Band eigentlich nichts verändert. Wir sind immer noch Freunde, die Musik machen und die das zu schätzen wissen, wenn Leute kommen zum Konzert. Und wir haben immer noch den größten Spaß dabei und werden das, glaube ich, auch noch sehr lange Zeit haben. So, und wir sind mega stolz auf Holy, aber das war jetzt auch nur. Das Konfetti war für später geplant. Aber das war jetzt auch nur der Anfang. Und verändert hat sich für uns eigentlich nichts. Außer, dass wir jetzt Konzerte spielen würden. Mehr unsere eigenen Konzerte. Ihr habt doch schon die neuen Klamotten von den Unique Warehouse Sachen an. Am 28.08. kommt jetzt eine neue Produktion. Habt ihr euch da irgendwas Spezielles bei gedacht? Spielt das wieder auf ein neues Album an oder einfach nur so? Nee, das muss man eigentlich getrennt von der Band betrachten und ich glaube jetzt auch nicht unbedingt der Platz dafür zu reden. Ja, es ist, Munich Warehouse ist, so seine, ist halt ein eigenständiges Ding. So, es hat mit der Band so, oder mit unseren Songs oder mit eigentlich nichts zu tun. So, wir haben irgendwann Lust gehabt, das zu machen und dann haben wir es gemacht. Und neues Album und so solche Sachen, die da kommen, das wird alles noch. Das schieben wir noch sehr weit vor uns her. Also wir haben Pläne, wir haben Sachen, wir machen Dinge. So, man sieht auch immer wieder ein Foto, wo wir was aufnehmen oder wo wir das machen. Aber was es genau ist, ist kein Album, das können wir so sagen. Aber was da passiert, lasst euch überraschen. So. Aber beim Warehouse stimmt, das machen Michi und ich zusammen. Und wir haben jetzt neue Sachen, aber wie gesagt, das hat im Endeffekt nichts mit der Band zu tun. So. Aber wir sind immer froh, wenn natürlich auch jeder aus der Band es trägt und aus der Crew es trägt, wenn wir Leute bei den Konzerten sehen, die es tragen, weil es uns Spaß macht. Aber ja, alles andere Musikalische, was die Band betrifft, kommt dann über den Bandkanal eines Tages. Bei dem Song Into the Wild, das basiert ja auf dem Film bzw. auf dem Buch. War das von dir so geplant, dass irgendwie mehr Leute auf diesen Film aufmerksam werden oder wie war das? Boah, gute Frage. Also lustigerweise hatten wir schon mal einen Song, der auf das anspielt. Der Song Apple Teeny, witzigerweise. Und das Thema. Das wurde aber da nicht auf den Punkt gebracht. So. Und das Thema, das hat mich nicht losgelassen, lässt mich jetzt auch nicht los. Immer mal wieder flackert dieses Interesse an Christopher McCandless auf, weil ich finde, es war ein sehr inspirierender Mensch, der von vielen der sehr kontrovers diskutiert wurde im Nachhinein nach seinem Ableben. Und für mich ist er eine Inspiration, weil er einfach das gemacht hat, worauf er Bock hatte. Und das ist, so sehe ich uns auch. Ich sehe. Er hat seinen Traum gelebt und wir tun das auch. Wir müssen uns auch jeden Tag mal wieder vor Augen halten, dass zurzeit unser Job, wenn man es so nennen kann, oder der größte Teil unserer Zeit damit drauf geht, dass wir durchs Land fahren, mit unseren besten Freunden Musik machen können. Und Christopher McCandless wollte halt einfach auch seinen Traum leben. Und deswegen finde ich es wichtig, Leute vielleicht über so einen Weg darauf aufmerksam zu machen, hey, ihr könnt das auch machen. So. Und egal, was für Wünsche jeder in seinem Leben hat, man sollte es einfach mal, man soll diesen Wunsch innerlich respektieren und dann auch leben. Mario, du selber hast mal in einem Interview von der Startrampe gesagt, dass du höllische Höhenangst hast. Auf Konzerten kletterst du aber gefühlt überall dran. Wie passt das zusammen? Ja, was bei Konzerten so passiert und was so im realen Leben passiert, das sind oft sehr, sehr zwei verschiedene Dinge. Weil ich jetzt, ja, weil in dem Moment da ist Kopf aus und dann ist das Konzert an. Keiner von uns ist im Privatleben so wie auf der Bühne. So, also keiner läuft rum, rotzt auf dem Boden und irgendwie, ich weiß nicht. Das ist unser Ventil,
einfach alles rauszulassen, was geht und alles, was uns beschäftigt. Und wir haben alle viel Scheiß, den wir mit uns rumtragen und den wir dann halt einfach rauslassen. Und dann überwindet man sich, dass man zum Beispiel die Leute anspricht, was ich im Privatleben nicht machen könnte. Leute ansprechen, viel zu schüchtern oder hochklettern, trotz Höhenangst, geht in dem Moment. Oder, keine Ahnung, was dein Bass irgendwo an die Box hauen, würdest du nie machen im normalen Leben. Aber in dem Moment, da obwohl du immer mit dem Bass rumrennst im normalen Leben. Geh immer in die rote Sonne mit Bass. Ja, keine Ahnung. Also, das sind, nee, du hast schon recht. Das sind so Dinge, ja. Wir vier sind alle sehr, glaube ich, sehr ruhige Typen eigentlich. Aber in dem Moment, und es ist auch so, wenn wir alle vier spielen, dann passiert was. Das habe ich vorhin auf der Backsbühne auch gemerkt. Wir haben Soundcheck gemacht, jeder spielt sein eigenes Instrument an. Da passiert nichts. In dem Moment, wo wir gemeinsam anfangen zu spielen, da passiert was. Da übermannt es mich dann manchmal. Also die anderen genauso. Das ist eine geile Energie, die da entsteht. Kennt ihr die Bücher? Ich glaube, ja. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Also, das ist jetzt schon mal eins, was schon mal angefangen ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr schon mal durchgucken. Und ich habe jetzt eins auf unserem Kanal. Das ist noch komplett neu. Ihr seid die Ersten. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr da irgendwas dran machen. Das sind ja immer verschiedene Aufgaben. Könnt euch einfach irgendwas raussuchen, reinkritzeln oder sonstiges. Und das wird dann im Endeffekt unsere Seite irgendwann mal verpasst. Ach so. Ja, ich habe eine gute Seite gefunden. Ziehe diese Seite in den Schmutz. Will jeder unterschreiben? Also ihr wolltet es so. Ich habe so zu tun. Ja, wir haben Support, wir dürfen das, glaube ich, jetzt auch einfach mal verraten. Ich glaube, ihr seid ja die Ersten, die das wissen. Und zwar haben wir Smile and Burn aus Berlin dabei. Jetzt werde ich freuen, wenn das Konfetti noch was ist. Ah, ich habe das Konfetti leider nicht da, aber jetzt... Sag's nochmal. Smile and Burn aus Berlin. Burn. Und? Und wir haben bei der Show in Köln, wenn ich mich jetzt... Hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Scheiß. Aber ich bin mir sehr sicher, bei der Show in Köln haben wir Nikolaska. Nikolaska! Nikolaska! Oh. Ja. So. Genau. Von Moos Nikolaus. Diese Shows sind uns sehr wichtig und wir hoffen, dass sie voll wird. So. Oh je, wir müssen lachen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich. Das war sogar jetzt auch schon. Hey, cool. Dankeschön. Tage. Und wir sehen uns um 19.45 Uhr. Auf jeden Fall. Vielen Dank.